Heute stehen die letzten Schönheitskorrekturen von meinem Kraftwerk da vorne an. Willkommen zu meinem Let's Play. Ja, schön, dass ihr immer noch den Weg zu mir findet. Trotz der vielen Baufolgen. Aber ich kann es nicht oft genug wiederholen. That's Minecraft. No? So, also, das ist meine Fabrik von vorne. Ja, sieht doch schon ganz cool aus. Also ich finde es echt super. Meine Fabrik von der Seite. Ja, und bezüglich der Fenster bin ich mir halt immer noch nicht so im Klaren, wie ich es mache. Aber ich habe mir gedacht, ich ziehe dann da so zwei Linien mit Fenstern ein. Also hier angefangen, so und so. Ja, und da kommen dann irgendwie, da kommen dann Fenster rein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Platz wir hier vorne gelassen haben. 1, 2 haben wir gelassen. Gucken, dass ich hier nicht zu viel abholze. So, ah, so geht's besser. 1, 2, 3, 1, 2. So. Genau. So soll's dann aussehen. Jetzt gehen wir nochmal runter und schauen. Ja. Das bricht nämlich dann so ein bisschen die Struktur da auf und dann kann man das ganz gut erkennen. Ja, wunderbar. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche. Und hier kommen dann noch die Schornsteine hin. Und hier kommt noch so ein Block rein. So. Und hier. Das macht das Ganze auch etwas freundlicher. Ich habe mir sagen lassen, wenn der Arbeitsplatz eines Arbeiters schön hell beleuchtet ist, dann steigt auch die Motivation. Und ich möchte ja, dass meine, dass hier die Einzelmännchen, dass die motiviert arbeiten. Ja, ist ja klar. Andernfalls macht das ja keinen Sinn alles. So, dann kommt das mal alles weg. Ja, und hier geht das dann hoch. So, vielleicht fange ich mit denen ja auch noch was Sinnvolles an. Oh, das war jetzt zu weit. Also hier könnte man ja dann auch Kabel drin verstecken oder Pipes oder so hochlaufen lassen. Da weiß ich noch nicht so genau, wie ich das mache. Tja. Hauptsache, wir bauen das erstmal. Oh, hier ist jetzt... das ist ja doof. Habe ich nicht bedacht. Egal. Ziehen wir konsequent durch. So. No. Basalt. Da ist er. So, wie hoch soll das denn werden? Also zumindest, dass das bis hier oben abschließt, ne? Würde ich sagen. Ja, da hängt noch was in der Luft. Und hier das gleiche. Und damit das auch alles schön dampft, setze ich dann hier oben noch einen Smoker rein. Ich habe von einem Smoker gelesen, weiß zwar noch nicht, wie man den baut, aber der produziert Dampf, also der produziert Rauch
Und das ist ja irgendwie ganz lustig für so eine Fabrik, wenn das dann hier ständig qualmt. Also ich finde das lustig. So. Zu weit. So. Ja. Oh, das war auch schon so. Und dann kommt noch der Rest vom ersten Schornstein. Dann müssen wir nur noch die Fenster da reinmachen. Oben. Oh, aufpassen. So. Also wie gesagt, nur noch die Fenster rein. Und das war es dann mit dem Gebauten. Und dann können wir uns ans Innenleben machen. Die Maschinen hinsetzen. Alles miteinander verkabeln. Ja. Also hier kommen dann irgendwie Smoker hin. Ich weiß gar nicht, wie viel man dafür braucht. Also wie viel ich da mache. Naja, wir werden es ja sehen. So, da haben wir auf jeden Fall das ganz gut gelöst hier, was die Rückseite angeht, weil das offene mit diesem Glas, das gefiel mir nicht. Das sah so unfertig aus. Na. Und deswegen die Schornsteine. So. Perfekt. So. Da sind wir dann auch schon fast mit durch. Ne? Lässt mich bitte hoch. Danke. Obwohl, das sieht ja eigentlich keiner, wenn ich das so lasse, ne? Oder wer weiß, vielleicht sieht's doch einer. Das machen wir dann auch bitte schon ordentlich. Nein! So. Okay. Eins, zwei. Gut. So, dann haben wir das ja auch schon fast. Jetzt habe ich ja schon wieder das Ding da kaputt gemacht. Also reingesetzt. Oh, Leute. So. Gut. Schornstein Nummer 2 ist damit auch fast fertig. Ja, was die Bienenproduktion angeht, habe ja gesagt, das mache ich immer alles schön offline, wenn ihr nicht dabei seid. Irgendwann, wenn ich dann alle Bienen gezüchtet habe, werde ich euch darüber informieren. Ja, weil ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt so viel Sinn macht. Oder wer weiß, vielleicht kann ich euch auch einfach sagen, welche Biene ich mit welcher gekreuzt habe, um dann letztendlich an das fertige Produkt zu kommen. Nee, das machen wir nochmal zwei höher. So. Dann schließt das nämlich hiermit ab, das ist besser. So. Perfekt. Und hier drüben dann das gleiche. Eins, zwei. So. Schön, schön. Oh, wie viel Basalt habe ich denn noch? Ja doch, das müsste reichen. Ja. Und wie wir da vorne sehen, ist irgendwie mein Lavatank immer noch nicht gefüllt. Ich glaube, wir werden mal gemeinsam in den Nether gehen, dass wir uns das Problem mal näher anschauen.
Denn das wäre ja durchaus blöd, wenn das nicht funktioniert. Ich werde aber auch die Farbwahl ein bisschen verändern. Oder was heißt, ne, muss ich eigentlich nicht verändern. Ich muss nur mein Mass Fabricator, der läuft ja jetzt momentan auch noch mit Lava. Dass ich das dann umende. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich den auch mit Blaze Rods laufen. Also, dass ich dann ganz normale Generatoren hinstelle. Dann habe ich die Lava eigentlich nur zur Zierde. Dann kann mir das egal sein, weil ständig da aus dem Nether was rüberpumpen oder von woanders. Nee, das ist nix. Hey, hallo. So. Ja, denn ich produziere ja dann Strom mit Dampf. Ja, also durch die Turbine. Oder durch die Turbinen sind ja mehrere. Und dann brauche ich erstmal keine Lava. Vielleicht später oder so. Oder als Notstrom oder so kann man ja die Lava dann immer noch benutzen. Primär sollen wir aber erstmal andere Energiequellen verwenden. Was ich aber auch dann im Laufe der Zeit noch machen möchte, sind Solarzellen. Die kann ich ja einfach hier oben auf meine Fabrik noch drauf klemmen. Mir fehlte ja letztens nur noch das Eisen. Ihr erinnert euch, ich wollte mir ja die Pattern bereits machen, aber mir fehlte das Eisen. Von wo schießt du den? Mittlerweile dürfte ich aber das nötige Eisen zusammen haben, so dass ich da weitermachen kann, die Pattern zu entwickeln. So. Oh, Creeper. Das wäre ja blöd jetzt. Boah, und von überall schießen sie auch noch auf mich. Ja, komm her, Skelett. Ah, und ein Zombie. Ja, ich nehme euch alle mit. Level 30, Level 31. Yay. Was können wir nur damit anfangen? Momentan erstmal nix. Aber ich verzauber mir dann jetzt auch noch bald noch so die anderen Sachen. Mein Drill habe ich ja verzaubert, aber vielleicht bekomme ich ja auch noch mal Glück 3. Für meinen Drill. Aber mein Nano-Saber zum Beispiel könnte ich noch verzaubern mit irgendwas Tollem. Oder, naja, meine Kettensäge. Arschloch. Mann. Ist klar. Spawnt da jetzt ein Creeper oben drauf, ey. Du Blöder. Kacke, ey. Scheiß. Das ganze Glas hat er zerrissen hier. Was soll denn das? Ach. Vielleicht sollte ich hier oben auch nochmal Fackeln hinsetzen. Und da wäre ich auch fast bei drauf gegangen. Das wäre ja auch traumhaft gewesen. Und dann 100% läge hier irgendwie mein Jetpack hier oben drauf und ich wäre da nie wieder hingekommen. Also zumindest nicht so einfach. Was machst du hier? Du bist auch falsch. So. Ja, dann muss ich mir gleich noch ein bisschen Glas holen, um die Creeper-Schäden wieder zu beseitigen. Hätte ich besser mal so Reinforced Glas genommen. Das geht nämlich nicht so schnell kaputt. Gut, aber ich brauche neuen Basalt. Dann kann ich mir den auch holen. Und dann wollen wir mal schauen. Vielleicht könnten wir uns ja auch schon mal noch das Glas mitnehmen dafür. Also, um das da reinzumachen, wollte ich eigentlich farbiges Glas nehmen. So, aber Basalt, wo haben wir dich? Uha,
Ja, toll, jetzt haben wir wieder kein Basalt. Dann muss ich mir das wieder farmen gehen. Also hier dieses Black Stained Glass wollte ich haben. Im Thermionic Fabricator mit Sticky Propolis und mit Ink. Das haben wir. Normales Glas nehmen wir auch schon mal mit. Propolis. Normales Propolis. Da stand jetzt was mit Sticky Propolis. Muss ich das auch erst wieder... Ach, Silky. Mein Gott. Ne, normales Propolis geht aber auch. Okay, das alles mit Waxcast. Okay. I understand. Und, okay, Thermionic Fabricator und Wax. Dann machen wir uns das mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay, komm, wir gehen erstmal runter. Mein Thermionic Fabricator müsste unten stehen, ne? Hier in diesem Raum, der mich dann immer wieder daran erinnert, richtig, der mich immer wieder daran erinnert, dass ich ja mal eine Bahnstation bauen wollte. Eins, zwei, drei, vier. Das ist ja gut. Oh, mir fehlt Glas. So. So, 40 davon reicht mir nicht, glaube ich. Dann brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ich glaube, 40 können wir ja schon alleine für eine Seite gebrauchen. So. Kommt sich ja ganz gut aus. Ähm, 43, was fehlt mir? Ah, okay. Wir brauchen neue Tinte. Haben wir nicht mehr. Ah, wie doof. Na gut, dann müssen wir erstmal mit den 60 auskommen. Und dann kommen wir dann eben später wieder. Da müssen wir wieder ein paar von denen. Nicht von dir. Nicht, du blöde Spinne. Die hat mich jetzt Richtung Creeper geschubst. Mann,